So. Das Motto zu diesen Übungen lautet ja, auch wenn wir sitzen, gibt es keinen Grund, auf unsere Bewegung zu verzichten. Und das wollen wir auch direkt umsetzen. Jeder versucht gerade, wo er sich jetzt befindet, mitzumachen, auch wenn man gegebenenfalls beruflich bedingt eventuell sitzen muss oder vielleicht körperlich bedingt gegebenenfalls nicht mehr ganz so gut die Übung im Leben durchführen kann. Deshalb wollen wir jetzt mal zusammen loslegen. Ich bin schon mal, habe schon mal angefangen. Und zwar bewege ich mich auf der Stelle, ihr hört sozusagen das rhythmische Trampeln meiner Füße auf den Boden. Ich laufe im Sitzen auf der Stelle und versuche diesen Rhythmus sehr schön einzuhalten. Gleichzeitig schütteln wir Arme und Finger und Hände schön aus, durchbluten alle Regionen unseres Körpers durch aktive Bewegung. Immer wieder ist natürlich auch das flüssige, fließende Atmen ein Thema. In jeder Gelegenheit sollen wir das üben, auch wenn wir uns aktiv bewegen. Noch 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Und dann lassen wir uns schön fallen. Rutschen wir auf unseren Stuhl weit nach vorne. Atmen jetzt mal bewusst tief ein. In den ganzen Körper lassen wir jegliche mögliche Luft. Der Brustkorb ist groß gefüllt und dann lasse ich mich fallen. Beide gestreckten Arme fallen zwischen meine Beine und ich versuche mich ein bisschen wippend zu bewegen. Schön wippend, wippend, wippend und immer so einen Hauch näher an den Boden heranzukommen. Und da komme ich ganz langsam wieder hoch und atme nochmal richtig tief ein. Sehr, sehr schön. Lass die Arme und dann nochmal schön fallen lassen und weiter wippen. Sehr, sehr schön tief wippen. Jeder so tief, wie es individuell jetzt gerade möglich ist. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Und dann komme ich so nach und nach wieder nach oben. Wir wollen mal ein klein wenig unsere Aufmerksamkeit auf meine Hüfte, den Hüftbeuger und die Rumpfmuskulatur lenken. Deshalb hätte ich gerne, dass wir beide Hände so zusammennehmen, das rechte Bein so anheben, mit den Händen hier runterdrücken, sodass der Oberkörper sich aufrichtet, aber auch mit den Beinen das Gegengewicht halten. So, schön 5 Sekunden halten. 5, 4, 3, 2, 1, locker lassen. Wir wechseln die Seite und hier auch, komm. Und 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und nochmal wechseln, komm. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und nochmal wechseln, komm. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und komm nochmal wechseln, komm. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und wechseln, komm. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und nochmal wechseln. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Und der letzte Wechsel, komm. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, absetzen, Pause, tief einatmen, lange ausatmen, beide Arme hängen lassen und die Schultern vorwärts kreisen und rückwärts kreisen und nochmal vorwärts kreisen und rückwärts kreisen. Komm, 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 jetzt alle geben Vollgas da. 5, 4, 3, 2, 1 und rückwärts. Komm, 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal vorwärts. 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal vorwärts. 5, 4, 3, 2, 1 und rückwärts. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Absetzen, Pause. Und ganz locker und entspannt möchten wir den Kopf mal hin und her kippen. Jeder kippt den natürlich immer so, dass es immer noch ein angenehmes Gefühl bleibt. Ne? Und selbstverständlich, gerne wiederhole ich das auch, wenn man so ein bisschen Sand im Getriebe spürt, ja, hört, ist das gar nicht so schlimm. Lasst es einfach so, hört einfach, überhört das einfach und übt diese wunderschöne kleine Mobilisationsübung für unsere Halswirbelsäulensegmente einfach weiter. Sehr, sehr schön. So, wir wollen aber jetzt nochmal beide Arme in dieser Form
strecken wie ein Flügel. Jetzt möchte ich wieder, dass wir verstärkt unsere Bauch- und Po-Muskulatur anspannen. Den Brustkorb rausheben. Wir bleiben angespannt und greifen ganz weit nach rechts und kommen wieder zurück. Und dann greifen wir ganz weit nach links und kommen wieder zurück. Alle zusammen. Rechts, Bauchspannung halten, zurück. Links, zurück. Rechts. Ich rolle hier ein bisschen, weil ich einen Rollhocker unter mir habe. Dann macht aber nichts. Rechts. Das erhöht meine koordinativen Aufgaben, die ich hier zu bewältigen habe. Und nach rechts greifen. Und ganz nach links greifen. Und nach rechts greifen. Und den Bauch festhalten. Komm. Und nach links greifen. Und nach rechts greifen. Und nach links greifen. Jawohl. Und nach rechts greifen. Und nochmal links und rechts. Und links und rechts. Jawohl. Und links und rechts. Und nochmal links und rechts 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 und jetzt noch 3, 2, 2, jawohl, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, absetzen, Pause machen, schön schütteln. Tief einatmen, ganz, ganz lange wieder ausatmen. Apropos Schütteln und wilde Bewegung. Gerne möchte ich nochmal diese kleine durchblutungsfördernde Maßnahme mit euch trainieren, nämlich die Schultern schön wach und geschmeidig zu machen. Deshalb wilde, schnelle Bewegung mit beiden Schultern auf und ab. Und jetzt nehmen wir uns vor, diese wilden Bewegungen einfach mindestens so lange durchzuführen, bis wir ein wohlig warmes Gefühl in der hier bewegten Region erzeugen. Komm, 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 hoch, 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 hopp, 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 ja, komm, 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 komm. Und bei mir wird es schon wohlig warm. Komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 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 1 und locker lassen. Tief einatmen. Und ganz, ganz lange wieder ausatmen. So, die nächste Aufgabe soll sein, dass wir in diesen Regionen den Rumpf mal unterschiedlich bewegen. Dabei möchten wir zu Hilfe nehmen, dass beide gestreckten Arme sich über den Kopf treffen. So, jetzt pendeln wir mit dem Oberkörper nach rechts. Dabei pendelt praktisch der Po, den man hier gut hier wackeln sehen kann, zur anderen Seite. Und umgekehrt auch. Und dann schönen Wechsel, komm. 1, 2, jawohl, und immer hin und her, und hin und her. Und jetzt den Bauch festhalten und schön festhalten, komm, weiter festhalten, klasse, und nochmal, komm, komm, jawohl, komm, 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 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Bauch festhalten, 2, noch fester, 2, 2, 2, 2, 1, ich komme wieder zurück in die Mitte, wieder lasse ich alles fallen und selbstverständlich gilt für jeden Abschnitt unseres Trainings tief einatmen. Und lang wieder ausatmen. So, eine kleine Koordinations- und Kräftigungsübung, die sich anschließt an das, was wir vorhin schon mal gemacht haben. Diesmal wollen wir es ein bisschen schneller machen. Beide Hände nehmen wir so in die Hand und dann möchten wir einmal hier und einmal hier jeweils die Handinnenflächen berühren mit dem linken Knie und dann mal den rechten Knie, aber im spielerischen Wechsel. Rhythmisch etwas zügiger als vorhin. Mal gucken, ob ich das mit dem Rollenstuhl gut hinkriege. 1, 2, 3, los geht's. Komm, links, rechts, jawohl. Links, klasse. Rechts, links, sehr schön. Rechts, links, wow. Rechts, komm, links, rechts. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 und 1, absetzen, Pause, tief einatmen, lange ausatmen. Selbstverständlich. Und diese Übung wollen wir direkt nochmal wiederholen. Nur wenn wir den Weg jetzt verlängern, den die Arme gehen, wollen uns über den Kopf bewegen und kommen dann wieder zurück.
Okay, deshalb fange ich mal so an. Wir fangen ja noch mit dem linken Knie an. Achtung, los geht's. Links, rechts, jawohl. Links, jawohl. Rechts, hopp, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, jawohl, rechts. Rhythmus, Bein behalten, wieder Bauch festhalten und gleichmäßig weiter atmen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, komm jetzt, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 und 1 und locker lassen, Pause machen, alles schön ausschütteln, tief einatmen und ganz, ganz lange wieder ausatmen. Perfekt, dann bitte den rechten Arm strecken, über den Kopf strecken, an die Decke greifen und kommen wir so wieder zurück. Okay, alle zusammen. Hoch und ab. Hoch und ab. Klasse. Hoch und ab. Und nochmal. Hoch und ab. Und hoch und ab. Hoch und ab. Und 10, 9, 8, 7, weiter geht's, komm. 6, jawohl. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, absetzen, Pause, tief einatmen, lange wieder ausatmen. Ich wechsle die Seite, guck mal, diesmal hätte ich gerne, dass wir gerade bleiben, aber hier im seitlichen Rumpf die Bewegung deutlich zeigen und dann komme ich wieder zurück. Alle zusammen, hoch und ab, hoch und ab, hoch und ab, hoch und ab, komm, hoch und ab. Hoch und ab. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm jetzt, 2, weiter geht's, 2, weiter geht's, 2, weiter geht's, 2, 2, und 1, alles wieder fallen lassen und dann möchte ich sehr gerne wieder regenerativ atmen. Ich lenke meine Aufmerksamkeit jetzt aber auf die Po-Muskulatur. Vielleicht kriegen wir es heute nochmal doch ins Bild. Ja, sehr schön. Ich möchte, dass die Po-Bank angespannt werden und locker. Also nochmal zur Wiederholung, das ist anspannen, das ist locker. Wir wollen das 20 Mal wiederholen. Ich nehme mal die Hände auf den Oberschenkel, Bauch und Po sind auch fest, der Brust kommt nach vorne, anspannen, locker und los geht's. 20, ab. 19, 18, 17, 16, weiter geht's, komm, 15, 14, 13, jawohl, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm jetzt, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, ganz entspannt sitzen bleiben und dann dürfen die Po-Backen sich auch wieder frei entfalten und die fließen sozusagen über die Sitzfläche wieder ab. Wir möchten jetzt verstärkt die Schulterblattmuskulatur beanspruchen und trainieren. Dabei gilt wieder Po-Backen anspannen, Bauch festhalten, diesmal alles permanent festhalten, die Beckenbodenmuskulatur ansaugen, habe ich auch, beide Ellenbogen so anbieten. Okay, 10 Bewegungen, wir wollen 3 Durchgänge als 10 Bewegungen machen, ich fange an mit Durchgang 1. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, absetzen, Pause, tief einatmen, lange ausatmen. Zweiter Durchgang. Körperspannung halten, anheben und los geht's. Komm, und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Wieder absetzen, wieder tief einatmen und ganz, ganz lange ausatmen.
Vorbereitung auf die Übung, Bauchspannung halten, Pobacken zusammen und den Brustkorb raus. Beide Ellenbogen anwinkeln. Und jetzt letzter und dritter Durchgang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm jetzt, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, alles wieder locker lassen, wieder tief ein und ganz, ganz lange ausatmen. Wir bleiben sitzen und kommen wieder zurück in die Ausgangsposition. Wenn wir dann irgendwo arbeitstechnisch sitzend beansprucht sind, dann wäre es mir auch immer wichtig, dass der Oberkörper sich auch wieder dreht, in die Rotation kommt. Das kann man ganz einfach üben. Wichtigste Kriterium, damit die Übung sinnvoll ist, ist, dass man natürlich permanent schon im Bauch, Po, Becken, Rumpfmuskulatur maximal komprimiert und diesmal vielleicht den Druck mal noch größer werden, das noch fester zusammenklappen. Jawohl, die Füße stabilisieren nicht am Boden, beide Arme sind so gestreckt und jetzt rotieren wir und obwohl wir rotieren, halten wir diese ganze schöne Spannung fest. Mal nach rechts und dann nach links. Komm, los geht's. Rotieren, 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 rotieren. Klasse und 10, 9, 8, 7, klasse, komm, 6, 5, 4, 3, 2, Bauch und Po, Beckenboden festhalten, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, dann kommen wir wieder zurück in die Mitte, atme tief ein und lange, lange wieder aus. So, wir wollen dann zum Abschluss unsere kleine Übungskombination üben. Ihr solltet dann alles in Einklang bringen. Als erstes das Gehen auf der Stelle. Das können wir heute, ihr könnt es heute nicht sehen, aber hören. Ich gehe auf der Stelle, ab im Sitzen. Ich lenke meine Gedanken wieder auf die Körperspannung, halte das alles schön fest. Und dann wollen wir diese kleine Übungskombination üben. Und sehr gerne übe ich wieder die Mühle. Im Sitzen, alles ist angespannt, die Beine bewegen sich dann. 1, 2, 3, 4. Wir kommen zurück in die Flügelposition, auch viermal. 1, 2, 3, 4. Strecken die Arme nach vorne und auch hier. 1, 2, 3, 4. Und los geht's, komm müde. 1, 2, 3, 4. Flügel. 1, 2, 3, 4, nach vorne strecken. 1, 2, 3, 4. Weltklasse, komm nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komm nochmal. 1, 2, 3, 4. Wow. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und nochmal komm, 1, 2, 3, 4, okay, komm, 1, 2, 3, 4, komm, 1, 2, 3, 4, klasse, nochmal, 1, 2, 3, 4, nochmal strecken, 1, 2, 3, 4, absetzen, Pause machen, alles schön locker machen, tief einatmen und ganz, ganz lange wieder ausatmen. Und ich hoffe, diese 20 Minuten waren für euch auch mal wieder der Beweis, dass es überhaupt keine Ausrede gibt, zu sagen, ich konnte mich nicht bewegen, weil ich gesessen habe, sondern ganz im Gegenteil. Hier gibt es sämtliche Möglichkeiten, die Bewegung trotzdem durchzuführen. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.